Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dönerbude. Willkommen zu einer Folge Cards Against Humanity, das hoffentlich nicht gebannt wird mit Jan und drei Typen, zwei anderen Typen, die ich ehrlich gesagt nicht kenne. Der eine spielt gerade im Hintergrund. Oh Gott. Es hat noch nicht mehr angefangen, kann das sein? Alle Mann, was sind wir jetzt alle drin? Ernsthaft, Jan, du hast nur 69 im Namen. alle sind drin. Fucking Weed war schon vergeben. Das ist sehr gut. Vor allem, okay. Ich sag ernsthaft, Jan, du hast nur 69 im Namen und ich jetzt, heiße Timmy. Jetzt geht's los. Ja. Jetzt geht's los. Das wird ein gutes Video, merke ich jetzt schon. Wird ein gutes Video. Was kann die eigentlich machen? Du musst eine der Karten auswählen. Ach so. Oder du kannst auch eine selbst schreiben. Am besten ist es, wenn es so behindert wie möglich ist. Und ich muss jetzt aussuchen, welche am besten passt. Ich auch was genommen. Oh Gott. Nehmen wir schon auf? Also, ja. Ich lese, naja, ich lese das jetzt auch schön professionell und entspannt vor. Heute Morgen weckte mich Holocaust. Okay, sehr gut. Also wenn das Video... Also an die Zuschauer nochmal, wenn ihr das Video hier seht und es ist 5 Minuten später gesperrt, kann ich nichts für. Da hab ich meine Erfahrung mit. Ich wurde schon mal wegen Rassismus ein Video gesperrt. Kennst du die Story nicht, Jan? Ja, das, nein. Das ist so übel. Das ist für ein anderes Video. Nachdem mein Kanal 2 Monate alt war, wurde mein Video wegen Rassismus von mir gesperrt. Ah, nice. Weil ich das N-Wort benutzt habe. Oh. Meinst du etwa? Du meinst Nasennagel? Ja, genau das. Das war schon hart. Muss ich jetzt rauscutten. Okay, ja, machen wir weiter. Heute Morgen weckte mich ein einsames Schamhaar. Finde ich auch gut. Und heute Morgen hat mich auch noch ein dritter geweckt. Und zwar ein schlechter Handjob. Ja. Also, ich finde die Entscheidung jetzt nicht so schwer. Ja, es war klar, dass es Noah war. Ja. Okay. Wir sind immer so, wir haben nur Fuck stehen. Bei mir steht einfach nur Fuck. Bei mir auch. Okay. Gott. So. Derjenige, der gerade... Oh, Noah ist jetzt schau. Ja, lies vor, was die Karte ist. Punkt, Punkt, Punkt. Würde einen schönen Nachmittag vollends verderben. Ich habe was Wundervolles gefunden. Ich habe auch was Gutes. Das kann niemand überbieten. War kurz. Sicher? Du weißt nicht, was ich hab. Ja, genau. Also, ich hab keine Ahnung. Ich schätze das. Okay. Dann. Noah. Mach Noah. Ja, lese doch vor, du Idiot! Vorlesen! Weltfrieden, genau. Weltfrieden würde einen schönen Nachmittag werden. Schaust du aus dem Fenster am Morgen nicht so, Alter, warum ist hier kein Atomkrieg? Finde ich gut. Schlimme Laser-Entfernung. Okay, Jan. Ich weiß nicht mal, was das ist. Jan, das ist fast. Also ich würde eher sagen, das letzte würde es verschönern. Okay. Ja. Danke sehr. Weltfrieden ist schon stimmt, was Schlimmes. Es stimmt, weil Kim nicht gerade Atomraketen auf Deutschland schießen. Weltfrieden ist aber schon scheiße, das stimmt. Ah ja, ich will auch blank sein. Meine Karten passen alle nicht. Ich erwarte, dass jemand hier, ich will auch fett sein, schreibt. Wenn das niemand macht, dann weiß ich auch nicht. So, meins ist zwar nicht so witzig, aber trotzdem auch nochmal was relativ. Meine Karte ist toll. Ah, nice. Wer muss diesmal eigentlich aussuchen? Ich. Ah, nice. Ich hab den Hammer im Gesicht. Oho. Ja, sehr gut, Hammer im Gesicht ist immer gut. Ich bin natürlich auch querschnittsgelähmt. Okay. Ja, klar. Wer will das denn nicht?
Natürlich will man auch Donald J. Trump sein. Ja. Ja, sicher. Ich will auch schwul sein. Okay. Bist das ist auf jeden Fall von Noah. Das wusste ich schon. Das ist irgendwie alles scheiße. Ja, ist halt wirklich so. Ist so. Noah hat schon einen Punkt. Ich nehme einfach mal das. Ja! Oh. Easy! Okay, jetzt hat jeder einen Punkt außer ich. Ja, sehr gut. Komm, jetzt so, hast du jetzt da einen Punkt. Jetzt bin ich der Eiserne. Oh, bitte eine gute Karte jetzt. Oh, und nun auf Sport. Nein, das meinst du nicht. Da habe ich eine gute Karte. Oh mein Gott, das wird... Da habe ich was Gutes für. Okay, wer schreibt schon wieder seine Karte selber? Das glaube ich nur. Man hört auf jeden Fall. Ja, ja. Achso, meine Tastatur steht direkt am Mikrofon. Ja, egal. Man hat eigentlich mehr als genug. Ich habe halt viel Karten. Gedrückt. Oh nein. Oh, Scheiße. Geh einfach wieder auf die Seite, dann bist du wieder automatisch. Ich bin wieder drin, ja. Okay, er ist wieder drin, gut. Ja, er ist wieder da. Ich bin wieder da. Oh, Caps Lock ist noch an. Ja, sehr gut. Das heißt, du schreibst selber, sehr gut. Das, was ich genommen habe, gibt's übrigens wegen. Okay, meinetwegen, es ist Zeit. Und nun auf Sport 1. Das Mannschaftsturnier des... Das war so klar. Also, Ich glaube, ich bin der Einzige, der keine selbstgeschriebene Karte genommen hat, die Runde. Ich hatte überhaupt nichts. Okay, also, Meisterschaftsturnier des... Im Fahrstuhl furzen. Ah, und schlecht. Meisterschaftsturnier des... Das gibt's wirklich. Es gibt es wirklich. Okay, ich muss kurz... Ich muss weg. Ich geh auf Sport 1. So, meine Werten. Ich gehe jetzt einmal aufs Klischee. Es musste sein. Sind wir alle ehrlich. Es musste sein. Ich war alles der Einzige mit einer vorgegebenen Karte. Ist aber auch nicht schlecht. Aber das sollte auch bei der... Oh ja, jetzt darf ich wieder aussuchen. In China bezahlen Leute ein Vermögen, um Erfahrungen mit irgendwas zu machen. Wo kann man eigentlich eine selber schreiben? Unter den Karten ist, da unten ist einfach so ein Textfeld. Da ist ein Textfeld. Gib da ein, was du willst. Oh, wo? Unter den Karten? Unter den 10 normalen Karten ist so Type Blank Card, so ein Feld. So, sorry, ich war gerade weg. Was haben wir hier überhaupt? In China bezahlen Leute ein Vermögen, um Erfahrungen mit irgendwas zu machen. Das hier passt, denke ich, zu China. Okay. Also, wer von euch hat Hundeessen genommen? Ich habe eine vorgegebene Karte, die einfach perfekt passt. So, also. Ich bin jetzt auch mal wieder. In China bezahlen Leute ein Vermögen, um Erfahrungen mit abgetrennte Körperteile mit extra Käse zu machen. Das mögen die Chinesen. Ja, nicht nur die Chinesen. Besser die Karte als. Der Kater als Hundefleisch, hab ich recht. Ja. In China bezahlen die Leute außerdem ein Vermögen, um Erfahrungen mit Pferdeschwänzen zu machen. Okay. In China bezahlen außerdem Leute ein Vermögen, um Erfahrungen mit Fetzi, die lustig macht. Okay. Okay, meine Güte. Ja, das war so klar. Wir sind einfach nur die Ideen ausgegangen. Was? Ja, das passt doch nicht auf so einen Scheiß. Als ob's die Karte gibt. Oh, nice. Direkt. Okay. Was hat deine letzte Beziehung beendet? Das könnte gut sein. Ich habe für dieses super viele, aber ich habe eins, das muss ich nehmen. Weil es einfach so gut ist. Ich hab nicht so was Gutes. Los! Ah, ich sehe schon, der Noah hat ganz besonders gute Ideen.
Das ist bisher nicht ausgeglichen, diese Runde. Ja. So, mal sehen, ob's geklappt hat. Meine letzte Beziehung hat... Scheiße, es hat nicht geklappt. Schade. Zu langer Link beendet. Sehr gut. Die haben da gesagt, Bild oder GIF verwenden. Und ich habe gesagt, ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. Das klappt nie so wirklich. Versucht es am besten nicht. Stellt euch einfach ein Dildo vor. Also meine letzte Beziehung hat auch... Schwitzen. Ah, okay. Ja, klar. Und es hat... nein. Das erinnert mich an die Folge Family Guy, wo... Muss ich das vorlesen? Ja. Was? Das ja. erinnert ja. mich an die Folge mit Family Guy, wo Peter... Das erinnert mich an die Folge mit Family Guy, wo Peter im Kühlschrank Pferdesperma lagert. Also ich mag den Link. Sehr. Was? Copy-paste mal den Link in deinen Browser, aber pass drauf, dass niemand draufschaut. Okay. Ich will's gar nicht sehen. Ich hab gestern schon eine Runde gespielt, da hat einer die ganze Zeit nur GIFs von Titten gesendet. Was verstecken meine Eltern vor mir? Den letzten Link, den ich benutzt hab, hätte auch dazu gepasst. Ja, okay. Ich hab jetzt auch wieder... Meine Karten sind richtig gut. Ich hab da was richtig Schönes für euch. So, meine Eltern verstecken vor mir eine Katze mit Buttplug. Okay. Aha. Sie ja. verstecken außerdem noch vor mir Pädophilie. Ja. Mhm. Das erklärt, warum ich immer so ein komisches Gefühl im hinteren Bereich habe, wenn ich aufmache. Okay. Was verstecken meine Eltern vor mir? Tote Babys. Ja. Wie kann es sein, dass immer wenn ich der auswählt bin, so unglaublich dumme Sachen kommen? Ist ja wirklich so. Die sind toll! Enemy. Und ausbrechen. Du hast dann einen Elektroschocker gepasst, oder was? Ja. Tote Babys sind immer gut. Ich wusste, was passiert. Tote Babys sind immer gut, ja. Ja. Das ist mein Lebensmotto, nur eine geschändigte Leiche ist eine gute Leiche. So. Wundervoll. Ich bin der Xar. Worauf verzichte ich in der Fastenzeit? Ich hab darauf. Das ist eigentlich nicht scheiße. Dachte, er ist gut. Komm. Ich hab nichts dafür. Warum ist es so verdammt ruhig? Ich habe nichts. Dann schreib selber was. Tja. Da fällt mir ja auch sehr nichts gut ein, also habe ich einfach irgendwas genommen. Okay, meine Werten. Worauf verzichte ich in der Fastenzeit? Ein cooler Hut. Ah ja. Ich hatte nichts anderes. Übrigens, vergesst nicht, dass ihr Karten auch löschen könnt, die ihr nicht benutzen wollt. Dann bekommt ihr neue. Ja, einfach das X oben auf der Karte drücken. Okay. Dann bekommt ihr in der Runde danach neue. Okay, wir haben das erste Mal in dieser Runde geschafft, dass wir nicht komplett durcheinander reden. Ah, okay. Wow. Also. Jetzt nicht worauf wird sich die Gegner fast Zeit es rausholen? Okay. Ja. Worauf wird sich die Gegner fast Zeit? Was? Das ergibt nicht mal Sinn. Das macht nicht mal Sinn. Ja, meint mehr Sinn. Was? Als ob es raus. Alter, das ist Scheiße! Ein cooler Hut macht wenigstens in irgendeiner Hinsicht Sinn. Das ist klar. Ich finde. Geniale Theorie, unangenehm in der Praxis. Viel Spaß. Oh, der fucking Weep hat hier direkt. Ich hab das perfekt. Oh, jetzt kommen die Ankündigungen. Meine Damen und Herren. Ein gebleichtes Arschloch. Geniale Theorie, aber unangenehm in der Praxis. Melania Trump. Geniale Theorie. Und Kleiderbügelabtreibung. Geniale Theorie. Unangenehm in der Praxis. Oh Gott. Ja, Melania Trump sieht von weitem her recht gut aus, aber wenn man nah hin sieht, ist echt scheiße. Also, das ist das Problem.
Ich finde die Kleiderbügelabtreibung hier das Beste. Meine Fresse! Noah hat einfach ein Talent dafür. Ist denn wirklich so? Ja. Ich glaube, er hat die besten Karten in der Runde. Kommt, strengen wir uns an. Oh. Im 21. Jahrhundert ist ... die größte Bedrohung für Menschheit und Umwelt. Okay, ich hab das Beste. Wenn ihr das nicht wählt, seid ihr einfach doof. Wahrscheinlich hast du einfach nur Schwarze. Nein, so will ich nicht. Ich also, hab eine andere Karte. Okay, Jan. Okay. Es schlägt zurück. Außerdem schlägt ist. Zurück. Aber das gibt's doch gar nicht. Außerdem sind russische Kellerpornos auch eine große Bedrohung. Ja, weißt du, und? Bielefeld schlägt einfach zurück, weil es in Wirklichkeit existiert. Was? Und die Verschwörungstheoretik. Ja, es existiert wirklich. Was? Das kann man auf Google Maps finden. Der Erzfeind von Bielefeld. Ihr zerstört gerade mein Weltbild. Und der Amoklauf von Winenden. Und die Erde ist in Wirklichkeit ein Tetraeder. Ja, ich hätte auch Bielefeld genommen. Ich wäre hier. Ja, übrigens, die Erde ist doch ein Tetraeder. Was? Ich dachte, die Erde wäre ein Parallelogramm. Okay. In Wahrheit entstehen Altersspektren durch. Ich bin eigentlich Jan. Ist so. Oh, sorry. Überall entstehen Altersflecken durch. Komm, ich nehme jetzt was, das hätte ich auch letztes Mal gut nehmen können. So, überall entstehen Altersflecken durch asiatische Piloten. Ah, ja. Hast du gut gemacht, Noah. Das bin ich nicht. Oh. Klingt aber nach dir. Überall entstehen Altersflecken auch durch. Es war klar, dass die Karte noch kommt. Irgendwann musste es kommen. Halt entstehen Altersflecken durch Schokolade mit Sperma. Okay. Was? Ja. Ich hatte schon letzte Runde überlegt, ob ich die asiatischen Piloten nehme. Habe ich eigentlich immer die Scheißfragen, wenn ich abschweifen muss, Alter? Tja, das ist dein Pech. Oh ja. Nee, die asiatischen Piloten. Ja, easy. Sag mal, Jan, streng dich mal. Ja, ich hänge auch wieder zurück. Und jetzt kriegst du auch keinen Punkt wieder. Ja. Oh, Jan hat nur einen Punkt. Oh, das finde ich gut. Aber ich habe keine Karten dafür. So, im neuen Pokémon-Spiel wird es ein Pokémon geben. Oh, wundervoll. Einfach nur wundervoll. Alles, was ich habe, ist voll. Die Welt liegt nicht rein. So. Die Welt liegt euch offen. Ich nehm einfach mal das Unpassende. Nee, ich habe eine gute Idee. Nee, es passt ziemlich gut. Dann. Okay, meine Damen und Herren, im neuen Pokémon-Spiel wird es ein afrikanischen Schwarzarbeiter. Arikanischer. Wer auch immer das geschrieben hat, sorry. Glaubst an die Rechtschreibung, ne? Ja. Sorry. Meinetwegen, im neuen Pokémon-Spiel wird es ein Nokia-Handys. Warum bin ich der Einzige, der lacht? Warum hat keiner meinen Humor? Und Dönerbuden-Pokémon. Ja. Wenn man mich kennt, hätte jetzt jeder gedacht, das von Dönerbuden wäre von mir und nicht die Schwarzarbeiter. Das Ding ist halt, ich finde, man muss schon auf Rechtschreibung achten, das andere ist Ich weiß. Ich habe einfach das M vergessen. Oh, Mama, was gibt es zum Mittag? Oh, ich hätte da so gute Ideen und gute Karten für, Mann. Warum kann ich jetzt keine Karte legen? Ich hätte die perfekte Idee. Oh, ich hab das ist so bescheuert. Oh, sehr gut. Komm, Pimmelgesicht, zieh! Okay, ja, mein Pimmelgesicht. Oh, ja. Aua! Belastend! Alter, Noah, ey. Ja,
Also, was gibt es denn zum Mittag? Ja. Meine Mutter macht nur das beste Essen, das existiert. Play random und? Card. Ich weiß nicht, was ich jetzt gedrückt habe. Also, es kann komplett unpassend sein. Also, Mama, was gibt es zum Mittag? Selbsthass. Okay. Das ist gut. Ich glaube, Noah ist gerade. Ja, Noah kann gerade. Ist gerade ein bisschen gemutet. Wir warten mal kurz, glaube ich. Okay. Naja. Ich bin wieder da. Okay, Mama, weiter dann, geht's. Dann setze ich doch keinen Cut. Mama, was gibt es zu Mittag? Eine Handtasche voll mit Durchfall. Sehr gute Karte. Schön. Und was gibt's noch zu Mittag? Die Endlösung. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Okay. Na, was denn? Oh Gott. Das will man nicht wissen. Ich auch nicht. Also an sich finde ich das letzte Jahr ne, was Gutes zum Einsetzen, aber zum Mittagessen passt schon hier die Handtasche voll Durchfall am besten. Ich krieg keine Punkte, kann das sein? Ich mehr. Ja, keiner mag. Streng dich mal an, bei 7 Punkten ist gewonnen. Oh, gute Frage. Ist fast dieselbe Frage. Oh. Was hat Angela Merkel zu Abend gegessen? Ich habe eine Karte, die passt sehr gut. Ich auch. Boah, ich lösche mal wieder ein paar Karten. Ich habe hier gerade so viel Kacke. Ja, mach ich gerade auch, weil ich habe eben gerade meine komplette Hand gelöscht einfach. Okay. Irgendwas Gutes. Jetzt habe ich wieder irgendeine Scheiße. Deswegen lege ich auch gerade nichts, weil ich erstmal meine ganze Hand wegmache. Ich hatte ganz okay Karten, hab diese aber auch wieder ein bisschen scheiß gelöscht. Ich habe eine gute Karte für diese Runde, die habe ich auch sofort genommen. Das, was ich habe, ist das Einzige, was ich... Angela Merkel hat heute zu Abend gegessen. Sehr viele Erste, wirklich sehr viele Erste. Okay. Ah, okay. Sie hat auch gegessen. Ein Hund. Okay. Ah. Hä? Und 10 bis 12-Jährige. 13 ist zu alt. Okay. Also... Ja. Tja. Ich weiß nicht, was ich nehme, deswegen nehme ich immer das. Keine Ahnung. Ja! Also, ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich gebe mir so viel Mühe, das ist das Tat in mir auf. Komm, irgendwann muss der ja. Oh, ich bin. Oh. Viel Spaß beim Vorlesen. Studien belegen, dass Laborratten 50% schneller durch Teststrecken finden, wenn sie Punkt, Punkt, Punkt ausgesetzt wurden. Also, sorry, die Runde habe ich jetzt schon gewonnen mit meiner Karte, die ich hier habe. Da könnt ihr gar nichts machen. Ich habe einfach nur Scheiße. Da passt nichts zu. Ich bin eigentlich nur gerettet. Kreuz vielleicht Madame Entire Hand an, dass du eine komplette Hand neu hast. Ja, aber ich habe eh die beste Karte für die Runde. Ist so ruhig. Zeit für Kazoo! Das ist das Beste, was man im Video machen kann. Es ist gerade still, spiel einfach Kazoo. Ja, das ist toll. Komm, da benutzt den Elektroschocker. Vorlesen! Ach so, ja. Mach die ganze Zeit am Kurz. Erstmal am Essen. Ja. Studien belegen, das Labor. Strecken finden, wenn sie Polizeigewalt ausgesetzt wurden. Ja. Außerdem finden sie schneller durch Teststrecken, wenn sie Kokain ausgesetzt wurden. Das stimmt vielleicht. Oh, okay. Das stimmt sogar wirklich. Was? Woher weißt du das? Hast du es ausprobiert? Ja, natürlich. Okay. Ja, du kennst Jan doch. Der hat doch einen ganzen Keller voll mit irgendwelchen Versuchstieren. Voll mit Tiersklaven. Ja. Natürlich. Ja. Außerdem bewegen sie sich schneller durch Teststrecken, wenn sie sich ein Feuerzeug an den Arsch halten, weil man einen Furzschaden ausschließt und man ausgesetzt wird. Okay. Ich will sehen, wie eine Ratte das macht. Viel Spaß mit dem Pokémon. Oh! Ich dachte, die Polizeigewalt reibt! Aber ey. Noch ein also Punkt, dann hat er gewonnen. Jan, wähle gut, sonst gewinnt er. Ich werde noch einen Punkt, dann hat er gewonnen. Dann sind wir eben von hinten genommen.
Okay. Die Alternativmedizin bedient sich nun den heilsamen Kräften von Leute. So, hab schon wieder meine Karte. Easy. Es ist simpel, aber super. Meins ist auch ganz einfach. Ich merke gerade, dass wenn man das abkürzt, dass dann da SS steht. Okay, meine Damen und Herren. Die Alternativmedizin bedient sich nun an den heilsamen Kräften von... Ein Unverzeihlicher. Das ist natürlich belastend. Und... Inzest. Einfach nur Inzest. Natürlich. Natürlich. Auf Rolex umsteigen. Was? Also, das Ding ist halt... Also ich fand's nicht lustig, ich hab auch nicht gelacht. Nur natürlich Inzest. Ist ja relativ offensichtlich. Ist offensichtlich, dass ich das hab. Ja. Okay. Ja. Und da ich noch will, dass es ein bisschen weitergeht. Ja. Tja, Krankheiten führen. Ich frage mich, ob Jan jemals noch einen Punkt bekommen. Ich auch. Nein. Streng dich an, vielleicht kann ich dir ja einen Punkt geben. Mona Lisa lächelt, weil sie an denkt. Oh, da gibt's auch viel gutes Zeug. Da hätte ich auch wieder was gehabt. Ich habe mehr. Okay. Ich habe mehrere. Ja, ich hab eins. Der Jan hat innerhalb von einer Sekunde ausgewählt. Ich will nicht wissen, was der hat. Einfach so random immer aufs Erste drücken. Genau. Nein, ich hab was anderes. Ich habe jetzt was anderes. Das ist besser. Warte kurz. Das machen wir eigentlich immer, wenn du der Letzte bist. Ja. Christian braucht immer am längsten. Ja, es mit USMH oder GIF funktioniert einfach nicht. Ja, die GIFs funken nicht, versucht es am besten gar nicht. Mona Lisa lächelt, weil sie an eine vernichtend große Erektion denkt. Und kennt man. Und sie denkt auch an der dauergeile Opa von nebenan. Genau. Und an Sex, bei dem... Ey, das machen wir geschafft, das alle was Sexuelles haben. Danke. Jan, deins war auch gut, aber da hatte ich keine Wahl. Ja, ist okay. Da hatte ich keine Wahl. Oh. Das hatten wir schon. Das hatten wir schon. Ich skip. Was hilft Obama zum Entspannen? Eigentlich muss ich vorlesen, aber egal. Ist so, Jan liest nicht immer für die anderen vor. Entschuldigung. Ja, okay, dann lese halt jetzt nicht vor. Ich habe dauerhaft einen Link in der Zwischenablage, das ich jedes Mal als News Image benutzen könnte, bei jeder einzelnen Frage. Was hast du denn da? Ja, das stimmt. Hier hat irgendwie niemand was, richtig, ne? Nicht wirklich. Ich habe eine Karte überlegt, aber irgendwie ist die auch ziemlich scheiße. Man kann ja auch immer selber was schreiben. Ja, aber da fällt mir auch nichts Gutes ein. Jetzt bin ich der... Ja, danke, dass auch mal wer anders auswählt. Ach, mach das. Es tut mir leid. Also, Obama hilft zu entspannen. Die Vorzeigeminderheit. Aha. Ja. Außerdem hilft richtig high werden. Ja, das kann ich bestätigen. Ja, das stimmt. An die ganzen Islamkinder zu denken, durch Drohnenangriff in den Arsch gefickt werden, zwar richtig drin, ja. Okay! Also, das ich mag richtig high werden. Ich frag mich, wo dem. Der Jan kriegt dort keine Punkte mehr, ich vergesst hab gewonnen. Es. Oh, stimmt, ja. Das war's! Dann noch eine Runde. Noch eine Runde! Was war das? Oh, scheiße! Was war das? Junge! Das war Noah! Danke dafür! Oh je, wir werden nie anfangen.